Bruno! Hey, Bruno! Bruno, was ist denn? Du sei doch nicht sauer. Bin ich sauer? Ich glaube nur nicht, dass ich die zwei Wochen lang ertrage. Ja, jetzt hör mal. Dieses linke Gelaber ist doch der reine Horror. Hässliche Amerika sehen, soziale Gegensätze studieren. Also, wenn gehört sie zu den allerinteressantesten Linken? Zu denen mit langen Beinen und festem Po. Sie zotzelt. Hast du bemerkt, wie sie sozial ausspricht? Man denkt, es fängt an zu regnen. Ja, vielleicht ist sie manchmal ein bisschen überdreht, aber doch sehr süß. Hm? Also, weißt du, ist schon sehr merkwürdig, wie subjektiv sowas immer ist. Nee, lass mal, ich lade dich ein. Oh, danke. Deine Reise wird teuer genug. Mal muss man sich auch was gönnen. Alle, die schon drüben waren, schwärmen so ungeheuer davon. Ja, zu Hause wird keiner erzählen, dass er es nicht schön fand, wenn er einen Haufen Geld dafür ausgegeben hat, oder? Sonnencreme, Creme gegen Sonnenbrand, Creme für den Strand, Creme für die Berge. Tabletten zur Verdauung, Tabletten gegen Grippe, gegen Erkältung, gegen Migräne, gegen Durchfall, gegen Flugangst. Sonst noch was? Peter is the owner of a garden. Peter is the owner of a garden. Is full of potatoes. Peter's garden is full of potatoes. Peter likes potatoes. Peter likes potatoes. Potatoes, please. Potatoes, please. Peter gets potatoes. Every... Kein Nebel, Gott sei Dank. Bestes Flugwetter. Hast du auch deinen Pass dabei? Was denn, Tutchen? Wir haben gebucht. Alles ist bezahlt. 11 Stunden in dieses Flugzeug rein. Nein, ich krieg nicht mit. Aber du bist doch schon geflogen. Nicht so weit, nur die kurze Strecke nach Holland. Also ich lebe im Flugzeug schon oft wie ein Heringschwanz. Mal weg von dem ganzen Heckmeck, wa? Nee, hinten anstellen. Und fertig. Das ist typisch Marianne. Punktfalle nach 6, wo sie Caroline hier abliefern. Nur mit der Ruhe, wir haben noch genug Zeit. Früher hat sie sich auch immer verspätet. Hetze kostet bloß Nerven, das predige ich ja seit Jahren. Die fehlt mir gerade noch. Hast du den Sinnendampfer gesehen? Eine echte 10. Hey, das bist du. Hörst du nicht? Was? Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Wo muss ich... Nein, ich glaube da vorne. Ich bleib bei den Koffern. Küssling, Sie haben mich ausgerufen. Küssling, Sie werden am Telefon verlassen. Ja. Geben Sie mir bitte die Verbindung von Ahnen. Manfred, wo steckst du denn? Warum bist du noch nicht hier? Was? Ja, ich halte mich ja fest. Bist du verrückt? Was heißt das, du kommst nicht mit? Ich habe hohes Fieber. Mumps. Ja, Ziegenpeter. Ganz plötzlich. Mein Gott, dafür kann ich doch nicht. Natürlich ist es gefährlich, wenn das nicht richtig auskuriert. Besonders beim männlichen Erwachsenen. Ach, du lieber Gott. Was passiert denn jetzt mit deiner Reise? Meinen Flug habe ich zurückgeben können. Den hat Gott sei Dank jemand übernommen. Ja, und deine... Sie ist bereits auf dem Flughafen. Ich habe sie eben gesehen. Ingeborg weiß Bescheid. Sie weiß Bescheid? Wieso ist sie dann hier? Also hör mal, tritt sie denn nicht von der Reise zurück? Sie soll unbedingt mitfahren. Kümmere dich um sie. Was heißt kümmere dich um sie? Ich habe meine Tochter mit und außerdem... Sie mag dich. Du bist ja verrückt. Ich finde mich genauso grässlich wie ich sie. Nein. Sie hat mir gesagt, sie findet dich sehr interessant. Mach keine Witze. Wenn dir die Geschichte mit deiner kleinen Bettpfannenreinigerin über den Kopf wächst und du... Hat sie wirklich gesagt, sie findet mich interessant? Bitte weinen Sie doch nicht. Tut mir leid, dass ich Sie damit nerve. Ach was, es ist ein furchtbares Pech. Ich meine, bestimmt... Da, auf
$2000. Die sollen sie in Las Vegas für ihn setzen. Bestimmt kommt danach. Wann hat er Ihnen die denn gegeben? Hallo? Kann ich Sie einen Augenblick allein lassen? Keine Sorge, bin schon okay. Ist Mumps eigentlich ansteckend? Nur wenn Sie es als Kind mit haben. Der Akku des Fluges 149 nach. Na, knapper ging's ja wohl nicht. Du brauchst dich nicht aufzuregen, wir haben mehr als genug Zeit. Habe ich nicht gesagt? 60 Minuten Verspätung. Aber das konntest du unmöglich vorher wissen. Hey. Sag mal, habe ich als Kind Mumps gehabt? Wie soll ich das wissen? Verwechselst du mich jetzt mit deiner Mutter? Oh, Himmels Willen, wer soll denn da schleppen? Die Großen sind meine Koffer. Du fliegst mit? Das ist ein Albers. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht die letzte Gelegenheit, mit Caroline zusammen zu verreisen. Und darum hab... Das ist dir doch recht, oder vielleicht nicht, Bruno? Natürlich ist es mir recht. Warum soll es mir denn nicht recht sein? Ich meine, ich bin nur völlig perplex. Hallo. Also, weißt du... Hallo. Du hättest mir doch vorher was sagen. Ich wusste es bis gestern ja nicht, weil euer Flug total ausgebucht war. Erst in letzter Minute wurde ein Platz frei, weil irgendeiner krank geworden ist. Ja, ich weiß. Und Sie, Sie... Einer muss ja schließlich die Blumen gießen. Den Angst vorm Fliegen. Eins, zwei, nehmen Sie das hier, acht. Und ein flatternder Magen gegen, das ist wie weggeblasen. Wogegen ist das? Angst vorm Fliegen. Ein Cognac, bitte. Ja. Was war denn los? Hast du deine Frau gesehen? Ja, ja, Entschuldigung. Kannst du mal rasch meinen Koffer aufgeben? Mhm. Hey, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? In New York ist Nebel, darum die Verspätung. Ach, nee. Oh, Gott. Was? Nebel! Nebel! Ob ich als Kind Mumps... Wieso musst du das wissen? Bist du schon unterwegs? Ja, ich bin schon auf dem Flughafen. Du fliegst doch nach Amerika. Ja, nach Amerika. Das habe ich dir doch alles erzählt, Mama. Mit Caroline? Mit Caroline, genau. Sag mal, habe ich als Kind Mumps gehabt? Mumps? Ja. Ziegenpeter. Aber daran musst du dich doch erinnern. Also, ich bitte dich. Aber wieso Mumps? Du bist doch auf dem Flughafen. Was? Auf dem Flughafen. Jetzt bin ich auf dem Flughafen, ja. Mumps? Mumps, Ziegenpeter. Das weiß ich wirklich nicht. Mein Gott, an sowas erinnert man sich doch, Mama. Denn der Computer muss verrückt gespielt haben. Der Computer, Sir? Wer predigt uns denn immer, das Flugzeug nur ja bis unter das Dach vollzupacken, weil schon irgendwer absagt oder einfach nicht kommt? Diesmal sind halt alle gekommen. Erhol dich gut. Danke. Nochmal. Und schick meine Postkarte, hörst du? Mach ich. Bleib anständig. Ja. Und gesund. Ja, hoffentlich. Danke. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber kennen wir uns nicht? Wie? Tun ja Keil, ich kenne Sie. Nicht, dass ich wüsste. Moment, Moment, ich habe ein fotografisches Auge. Von irgendwoher kenne ich Sie. Der Planet, der Flug des Fluges 149 nach New York, verzögert sich um voraussichtlich 2 Stunden. The scheduled departure of Flight 149 to New York will be delayed for about 2 hours. 3 Stunden Verspätung. Habe ich nicht gesagt, wir waren zu zeitig hier. Ja, ja. Was ist denn? Mannys Päckchen ist weg. Ganz ruhig, okay? Eben hatten Sie es doch noch. $2000. Gucken Sie in Ihrem Handgepäck nach und ich erkundige mich bei der Fundstelle, okay? Was ist mit dir? Du bist ja völlig verschwitzt. Mir ist auch nicht gut. Reißt ihr zusammen? Wer? Diese kleine Zimpe da. Ach was, ich kenne sie kaum. Ich habe sie einmal gesehen. Und bis wohin hast du ihr gesehen? Hör mal, sie ist die Freundin meines Freundes, der krank geworden ist. Vielleicht muss ich mich jetzt ein bisschen um sie kümmern. Ach, musst du? Seit wann bist du denn Mitglied der Caritas? Sie will nichts von mir und ich will nichts von ihr. Dann seid ihr euch ja einig. Dass ich mitfahre, braucht dich wirklich nicht zu beunruhigen. Deswegen bin ich nicht beunruhigt. Ich kümmere mich um mich selbst, also mach dir keine Sorgen, ich werde euch nicht stören. Ich sag doch, da gibt's nichts zu stören. Wenn ihr im Auto zu wenig Platz habt, bitte, das macht mir nichts, dann fahre ich eben im Bus. Sag mal, was suchst du eigentlich? $2000. $2000? Ich glaube, mich streift ein Bus. So viel Kies schleppt er mit sich rum. Ach. Komm her,
bringt das? Das sind... Moment. Von irgendwoher kenne ich den. Ist Ihnen ja vielleicht bekannt. Da ist es ja. Es ist wieder da. Na Gott sei Dank. Wo war's denn? Hier, ich hab... darf ich mal vorstellen, meine Frau, meine Ex-Frau. Tagchen. Und das ist Frau, Fräulein... Glaubrecht. Ingeborg Glaubrecht. Grässlicher Name, wie? Wieso? Nachtschwester Ingeborg. Das ist unsere Tochter Caroline. Hi. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Na, hast du deinen Kinderarzt erreicht? Nein, er ist gestorben. Vor 10 Jahren schon. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe mich schon hier angesteckt. Ich mache mir keine Sorgen. Wieso? Woran erkennt man eigentlich Mumps? Nie mehr ohne Krankenschwester. Was, Papa? Einen kleinen Cognac. Wenn Sie Appetit haben, ist das ein gutes Zeichen. Den habe ich. Passagiere des Charterfluges 149 nach New York. Bitte ich knall euch auseinander. Komm, komm, komm. Sind da Steine drin? Nur mein Fotoapparat. Föhn, Lockenwickler, ein bisschen Lektüre. Warum packst du das Zeug denn nicht in deinen Koffer? Bin ich blöd? Hätte ich ja immer Gepäck bezahlen müssen. Ist der neben New York? Ja, ist er wirklich weg? Ist er ganz sicher? Wieso nur zwei? Wir setzen jetzt eine neue Maschine ein, aber die ist kleiner als die ursprünglich vorgesehen. Was setzen Sie eben eine größere ein? Sie werden jetzt eine haben. Keine Ahnung. Also zwei von uns können mitfliegen, zwei sollen noch warten. Da fällt einem doch ein aus der Hose. Ihr könnt fliegen und wir... Nein, kommt gar nicht in die Tür. Ich versichere Ihnen, dass die nächste Maschine in spätestens einer Stunde startet. Bitte, darf ich mal vorbei? Lassen Sie mal auf. Ich bin schon mal entgangener Urlaub. Los, weg mit den Paketern. Lassen Sie die zuerst fliegen, die hier Rambazamba machen. Seht ihr? Man muss nur ein bisschen auf den Putz hauen. Ja, ja. Aha. Diese zwei. Das sind unsere. Hier, darf ich mal? Ja, Entschuldigung. Sie sitzen falsch. Das sind die Plätze der Dame. Ja. Für Amerika umgezogen. Mhm. Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Du auch? Mhm. Bist du aufgeregt? Mhm. Dein Geburtstagsgeschenk. Wir machen alles, wozu du Lust hast, klar? Bruno,
sei doch nicht sauer. Bin ich sauer? Ich glaube nicht, dass ich die zwei Wochen dann ertrage. Ja, jetzt hör mal. Dieses linke Gelaber ist doch der reine Horror. Hässliche Amerika sehen, soziale Gegensätze studieren. Also, wenn gehört sie zu den allerinteressantesten Linken. Zu denen mit langen Beinen und festem Po. Sie zuzelt. Hast du bemerkt, wie sie sozial ausspricht? Man denkt, es fängt an zu regnen. Ja, vielleicht ist sie manchmal ein bisschen überdreht, aber doch sehr süß. Oder weißt du, ist schon sehr merkwürdig, wie subjektiv sowas immer ist. Nee, lass mal, ich lade dich ein. Oh, danke. Deine Reise wird teuer genug. Mal muss man sich auch was gönnen. Alle, die schon drüben waren, schwärmen so ungeheuer davon. Ja, zu Hause wird keiner erzählen, dass er es nicht schön fand, wenn er einen Haufen Geld dafür ausgegeben hat, oder? Creme gegen Sonnenbrand, Creme für den Strand, Creme für die Berge. Tabletten zur Verdauung, Tabletten gegen Grippe, gegen Erkältung, gegen Migräne, gegen Durchfall, gegen Flugangst. Sonst noch was? Peter is the owner of a garden. Peter is the owner of a garden. Is full of potatoes. Peter's garden is full of potatoes. Peter likes potatoes. Peter likes potatoes. Potatoes, please. Potatoes, please. Peter gets potatoes. Every... Kein Nebel, Gott sei Dank. Bestes Flugwetter. Hast du auch deinen Pass dabei? Ich kümmere mich um mich selbst, also macht dir keine Sorgen, ich werde euch nicht stören. Ich sag doch, da gibt's nichts zu stören. Wenn ihr im Auto zu wenig Platz habt, bitte, das macht mir nichts, dann fahre ich eben im Bus. Sag mal, was suchst du eigentlich? $2,000. $2,000? Ich glaube, mich streift ein Bus. So viel Kies schleppt er mit sich rum. Ach. Komm her, trink das. Das sind... Moment. Von irgendwoher kenne ich den. Ist Ihnen ja vielleicht bekannt. Da ist es ja. Es ist wieder da. Na Gott sei Dank. Wo war's denn? Hier, ich hab... darf ich mal vorstellen, meine Frau, meine Ex-Frau. Tagchen. Und das ist Frau, Fräulein... Glaubrecht. Ingeborg Glaubrecht. Hässlicher Name, wie? Wieso? Nachtschwester Ingeborg. Das ist unsere Tochter Caroline. Hi. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Hast du deinen Kinderarzt erreicht? Nein, er ist gestorben. Vor 10 Jahren schon. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe mich schon nicht angesteckt. Ich mache mir keine Sorgen. Wieso? Woran erkennt man eigentlich Mumps? Nie mehr ohne Krankenschwester. Was, Papa? Einen kleinen Cognac. Wenn Sie Appetit haben, ist das ein gutes Zeichen. Den habe ich. Passagiere des Charterfluges 149 nach New York. Bitte ich knall euch auseinander. Komm, komm, komm. Sind da Steine? Was denn tut's denn? Wir haben gebucht. Alles ist bezahlt. 11 Stunden in dieses Flugzeug rein. Nein, ich krieg nicht mit.
Aber du bist doch schon geflogen. Nicht so weit, nur die kurze Strecke nach Holland. Also ich lebe im Flugzeug schon auf wie ein Heringsschwanz. Mal weg von dem ganzen Heckmeck, wa? Hey, hinanstellen. Und fertig. Das ist typisch Marianne. Punktviertel nach sechs, wo sie Caroline hier abliefern. Nur mit der Ruhe. Wir haben noch genug Zeit. Früher hat sie sich auch immer verspätet. Hetze kostet bloß Nerven. Das predige ich ja seit Jahren. Die fehlt mir gerade noch. Hast du den Sinnendampfer gesehen? Eine echte 10. Hey, das bist du. Hörst du nicht? Was? Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Wo muss ich... Nein, ich glaube da vorne. Ich bleib bei den Koffern. Küssling, Sie haben mich ausgerufen. Küssling, Sie werden am Telefon verlassen. Ja. Geben Sie mir bitte die Verbindung von Ahnen. Manfred, wo steckst du denn? Warum bist du noch nicht hier? Was? Ja, ich halte mich ja fest. Bist du verrückt? Was heißt das, du kommst nicht mit? Ich habe hohes Fieber. Mumps. Ja, Ziegenfeder. Ganz plötzlich. Mein Gott, dafür kann ich doch nicht. Natürlich ist es gefährlich. Und das nicht richtig auskuriert. Besonders beim windigen Erwachsenen. Ach, du lieber Gott. Was passiert denn jetzt mit deiner Reise? Meinen Flug habe ich zurückgeben können. Den hat Gott sei Dank jemand übernommen. Ja, und deine... Sie ist bereits auf dem Flughafen. Ich habe sie eben gesehen. Ingeborg weiß Bescheid. Sie weiß Bescheid? Wieso ist sie dann hier? Also hör mal, tritt sie denn nicht von der Reise zurück? Sie soll unbedingt mitfahren. Kümmere dich um sie. Was heißt, kümmere dich um sie? Ich habe meine Tochter mit und außerdem... Sie mag dich. Du bist ja verrückt. Ich finde mich genauso grässlich wie ich sie. Nein. Sie hat mir gesagt, sie findet dich sehr interessant. Mach keine Witze. Wenn dir die Geschichte mit deiner kleinen Bettpfannenreinigerin über den Kopf wächst und du... Hat sie wirklich gesagt, sie findet mich interessant? Bitte weinen Sie doch nicht. Tut mir leid, dass ich Sie damit nerve. Ach was, es ist ein furchtbares Pech. Ich meine, bestimmt... Da, $2000. Die sollen Sie in Las Vegas für ihn setzen. Bestimmt kommt danach. Wann hat er Ihnen die denn gegeben? Hallo? Kann ich Sie einen Augenblick allein lassen? Keine Sorge, bin schon okay. Ist Mumps eigentlich ansteckend? Nur wenn Sie es als Kind nicht haben. Der Abflug des Fluges 149 nach. Na, knapper ging es ja wohl nicht. Du brauchst dich nicht aufzuregen. Wir haben mehr als genug Zeit. Habe ich nicht gesagt? 60 Minuten Verspätung. Aber das konntest du unmöglich vorher wissen. Hi. Sag mal, habe ich als Kind Mumps gehabt? Wie soll ich das wissen? Verwechselst du mich jetzt mit deiner Mutter? Oh, Himmels Willen, wer soll denn da schleppen? Die Großen sind meine Koffer. Du fliegst mit? Das ist ein Albers. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht die letzte Gelegenheit, mit Caroline zusammen zu verreisen. Und darum hab... Es ist dir doch recht, oder vielleicht nicht, Bruno? Natürlich ist es mir recht. Warum soll es mir denn nicht recht sein? Ich meine, ich bin nur völlig perplex. Also weißt du... Hallo. Du hättest mir doch vorher was sagen. Ich wusste es bis gestern ja nicht, weil euer Flug total ausgebucht war. Erst in letzter Minute wurde ein Platz frei, weil irgendeiner krank geworden ist. Ja, ich weiß. Und Sie, Sie? Einer muss ja schließlich die Blumen gießen. Hm? Den Angst vorm Fliegen. Eins, zwei, nehmen Sie das hier, acht. Und ein flatternder Magen gegen, das ist wie weggeblasen. Wogegen ist das? Angst vorm Fliegen. Ein Cognac, bitte. Ja. Was war denn los? Hast du deine Frau gesehen? Ja, Entschuldigung. Kannst du mal rasch meinen Koffer aufgeben? Mhm. Hey, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? In New York ist Nebel, darum die Verspätung. Ach, nee. Oh, Gott. Was? Nebel! Nebel! Ob ich als Kind Mumps... Wieso musst du das wissen? Bist du schon unterwegs? Ja, ich bin schon auf dem Flughafen. Du fliegst doch nach Amerika. Ja, nach Amerika. Das habe ich dir doch alles erzählt, Mama. Mit Caroline? Mit Caroline, genau. Sag mal, habe ich als Kind Mumps gehabt? Mumps? Ja. Ziegenpeter. Daran erinnere ich mich nicht. Aber daran musst du dich doch erinnern. Also, ich bitte dich. Aber wieso Mumps? Du bist doch auf dem Flughafen. Was? Auf dem Flughafen. Jetzt bin ich auf dem Flughafen, ja. Mumps? Mumps, Ziegenpeter. Das weiß ich wirklich nicht. Mein Gott, an sowas erinnert man sich doch, Mama. Denn der Computer muss verrückt gespielt haben. Der Computer, Sir? Wer predigt uns denn immer, das Flugzeug nur ja bis unter das Dach voll zu packen, weil schon irgendwer absagt oder einfach nicht kommt? Diesmal sind halt alle gekommen.
Erhol dich gut. Danke. Und schick mal eine Postkarte, hörst du? Mach ich. Bleib anständig. Ja. Und gesund. Ja, hoffentlich. Danke. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber kennen wir uns nicht? Wie? Tuna Keil, ich kenne Sie. Nicht, dass ich verstehe. Moment, Moment, ich habe ein fotografisches Auge. Von irgendwoher kenne ich Sie. Der Drei Stunden Verspätung. Habe ich nicht gesagt, wir waren zu zeitig hier. Ja, ja. Was ist denn? Mannys Päckchen ist weg. Ganz ruhig, okay? Eben hatten Sie es doch noch. 2000 Dollar. Gucken Sie in Ihrem Handgepäck nach und ich erkundige mich bei der Fundstelle, okay? Was ist mit dir? Du bist ja völlig verschwitzt. Mir ist auch nicht gut. Reißt ihr zusammen? Wer? Diese kleine Zippe da. Ach was, ich kenne sie kaum. Ich habe sie einmal gesehen. Und bis wohin hast du ihr gesehen? Hör mal, sie ist die Freundin meines Freundes, der krank geworden ist. Vielleicht muss ich mich jetzt ein bisschen um sie kümmern. Ach, musst du? Seit wann bist du denn Mitglied der Caritas? Sie will nichts von mir und ich will nichts von ihr. Dann seid ihr euch ja einig. Dass ich mitfahre, brauch dich wirklich nicht zu beunruhigen. Deswegen bin ich nicht beunruhigt.